Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich habe heute bereits zum zweiten Mal Franziska Alder hier. Schön, dass du da bist. Hallo, und ich freue mich so sehr, dass ich nochmal die Möglichkeit habe, hier ein wenig mehr zu teilen über das Thema Human Design. Und ich danke dir ganz herzlich, liebe Monika, für die Einladung. Sehr gerne. Ja, gell, und du warst vor ungefähr einem Monat schon hier in einem Video und du wirkst ja unter anderem als ganzheitlicher Persönlichkeitscoach und Expertin für Selbstverwirklichung. Und genau, wir haben kurz Human Design angesprochen und heute soll es ein bisschen tiefer gehen. Und du wirst uns Einblick geben in die Energietypen, aber ich übergebe dir gerne das Wort. Ja, noch so gerne. Human Design ist einfach eine ganz wundervolle Möglichkeit, um sich selber vielleicht auch noch mal ganz neu oder auch vielleicht so kennenzulernen, wie man wirklich ist, wie man wirklich designed ist. Human Design spiegelt einem in einer ziemlich kurzen, aber klaren Fassung, was vielleicht seine Talente sind, seine Gaben, aber auch wo eventuelle Stolpersteine versteckt sind. Und das Geniale an Human Design ist einfach auch, dass man wie für jeden Typen wie eine Strategie an die Hand bekommt, die einem einfach das Interagieren mit anderen Menschen oder auch dem Leben einfach vereinfacht. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung einfach auch sagen, dass genau das eben auch das Leben massiv leichter machen kann, wenn man einfach wie weiß, wie man selber tickt, dann ist es auch einfacher, mit anderen Menschen klarzukommen. Und ja, deswegen mag ich heute, wenn ihr Lust habt, wenn du Lust hast, wenn du hier zuschaust, dir einfach einen kurzen Einblick geben in die fünf Grundtypen des Human Designs. Vorab möchte ich zwei Dinge erwähnen. Also erstens ist der Grundtyp einfach wie so die Spitze des Eisberges, weil damit beginnt's, mit deiner Strategie beginnt's, zu wissen, welchen Typen du bist. Und die liebe Monika, das haben wir so ausgemacht, gell? Du wirst auch einen Link dann in den Shownotes einpflegen, den ich dir zukommen lasse, wo ihr, wenn du hier zuschaust und große Lust hast zu erfahren, was du für ein Human Design Typ bist, dass du eben gleich anhand des Links eben auch deine Daten eingeben kannst, damit du dann auch vorab vielleicht kurz auf Pause drücken kannst, zuerst deinen Typen bestimmen kannst und dann eben auch dort, wo es eben um deinen Energietyp geht, auch besser zuhören und gleich aufschnappen kannst, was für dich wichtig ist. Genau, das ist das Erste. Und das Zweite, wenn ich ein Human Design Reading gebe, dann könnte ich locker 20 Stunden über einen einzigen Menschen sprechen, um einfach mal so in der Tiefe zu erzählen, worum es geht. Und heute versuchen wir das in 5, 6, 7 Minuten zu packen. Wie gesagt, einfach, dass man sich das auch vor Augen hält. Das ist wirklich nur so die Spitze des Eisberges. Und noch das Letzte, bevor wir beginnen. Human Design ist niemals dazu gedacht, jemanden zu limitieren, etwas nicht zu können oder vielleicht weniger gut zu können als ein anderer Typ, sondern es soll immer wohlwollend umgesetzt auch werden, einfach im Wissen oder auch im Verständnis für sich selbst, wie man eben designt ist, dass man sich das Leben leichter gestalten kann. Also es soll ja nicht eine Ausrede sein, ja, ich bin jetzt halt ein Projektor und deswegen habe ich jetzt halt nicht so viel Energie, um beispielsweise das zu leisten oder zu tun, was vielleicht ein Generator tut. Das wäre so völlig die falsche Ansicht, weil wir wollen ja hier nicht schubladisieren, sondern uns persönlich auch weiterentwickeln. Genau. Ja. Hast du noch was anzufügen, Monika, oder? Nein, nein, ich finde es einfach so spannend, weil schlussendlich sind wir ja auch Individuen, oder? Auch wenn wir uns irgendwo wiederfinden, oder? Und das ist das Schöne, kein Mensch ist so wie wir. Auch wenn es Menschen gibt, die haben den gleichen Energietyp, die gleichen sogenannten Linien, was auch immer. Wir könnten so mehr oder weniger das gleiche Chart haben und trotzdem wären wir ja individuell. Und das finde ich auch schön und wichtig, dass wir das sind. Ja. Absolut, ja, stimmt. Genau. Ja, aber. Ich bin noch da, ich höre dich.
Ja, bei mir ist gerade, Entschuldigung, bei mir ist ein Fenster aufgeplackt. Okay, alles gut. Ja. Dann darfst Also, du gerne weitermachen. dann beginne ich mit dem ersten Energietyp, und zwar ist das der Energietyp des Projektors. Circa 21% der Menschen, der Bevölkerung, sind dem Energietyp Projektor zugeordnet. Das heißt, sie haben eine sehr fokusgerichtete, fokussierte Energie. Das heißt, ein Projektor ist ein idealer Ratgeber, ein Guide, weil er Dinge einfach wie aus der Vogelperspektive wahrnehmen kann. Das läuft bei ihm ganz intuitiv. Er sieht und spürt ganz instinktiv und auch intuitiv, wo Potenzial liegt. Und der Projektor hat so das ganz natürliche Bedürfnis, dieses Potenzial eben verwirklicht sehen zu wollen. Und deswegen ist es einfach eine riesige Gabe des Projektors, diese Vogelperspektive eben einnehmen zu können, um dort sofort sehen zu können, wo ist eine Lücke und wie kann ich diese Lücke schließen, damit es besser wird. Und oftmals verkörpern Projektoren auch ganz intuitiv eine unglaubliche Weisheit in sich, auf die an und für sich die Welt nur wartet, um zu erfahren, was das ist. Aber, jetzt kommt das Aber, natürlich gibt es wie in jedem Design auch gewisse Stolpersteine versteckt, oder Dinge, die vielleicht dann eben mit dieser Weisheit, das ist ja ein Weg, das ist ja ein Prozess, man darf ja da heranreifen. Und was braucht ein Mensch, um eben seine Weisheit teilen zu können? Er braucht Menschen, die diese Weisheit hören wollen. Und der Projektor, der hat grundsätzlich nicht so diese initiierende Energie. Das heißt, der Projektor, der darf warten, bis er eingeladen wird, seine Weisheit zu teilen. Und das ist oftmals so, glaube ich, der größte Stolperstein. Oder wenn man das zum ersten Mal hört, dann denkt man sich vielleicht so als Projektor, wie ist das gemeint? Auf Einladungen warten, warten, bis man eingeladen wird. Und wenn man sich etwas tiefer damit beschäftigt, dann merkt man dann eben ziemlich schnell, dass eben jedes Mal, auch wenn man die Vergangenheit dann anschaut, jedes Mal, wenn man eben zu etwas eingeladen worden ist oder aufgefordert worden ist und man dann eben geteilt hat, dass man danach eben tatsächlich gehört, gesehen und verstanden worden ist. Und wichtig ist, jetzt weiß ich gar nicht, magst du vielleicht mal die Bodygraphen-Übersicht teilen, die wir gemeinsam gesammelt haben? Weil wenn ich von einem Bodygraphen spreche, dann ist das immer die energetische Abbildung eines Typen. Und wie gesagt, wir sprechen heute kurz und knackig über diese fünf verschiedenen Grundtypen. Und dass ihr vielleicht hier jetzt auch beim Zuschauen einfach mal auch sehen könnt, was dann vielleicht auch der Unterschied ist. Wenn wir jetzt hier vom Typen Projektor sprechen, dann ist das jetzt gleich die Abbildung in der Mitte. Und da sieht man auch, dass sie beispielsweise jetzt der Projektor im zweituntersten Viereck, dass da weiß ist. Und das bedeutet, dass eben das Sakralzentrum nicht definiert ist. Das ist auch ein Grund, warum dieser Typ jetzt ein Projektor ist. Und das bedeutet eben, dass dieser Typ keine nachhaltige Energie zur Verfügung hat. Also, dass er nicht unbedingt ein Power-Typ ist, kein Energietyp und eben gut auf sich achten darf, dass er sich nicht überanstrengt. Weil ein Projektor ist nicht unbedingt dazu designt, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag zu funktionieren, sondern für ihn ist es wichtig, sich immer mal wieder zurücknehmen zu können. Also nicht nur für ihn, aber unter anderem auch. Und in dieser Zeit eben ganz gut auf sich und seinen Selbstwert zu achten. Weil ein Projektor, der richtig gut verankert in seinem Selbstwert steht, der wirkt eben anziehend auf andere Menschen, weil die anderen Menschen in ihm eben diese Weisheit erkennen
und ihn dann automatisch eben auch häufiger einladen, diese Weisheit zu teilen. Und das ist genau damit gemeint, mit diesem Abwarten, auf Einladungen warten. Und bis jetzt hatte ich noch nie ein Human Design Reading, wo ich dann auch mit einem Typ Projektor über diese Einladungen gesprochen habe, wo dann nicht nach 5, 6 Minuten irgendwann wie auch der Aha-Effekt hinzugekommen ist, wo diese Person auch realisiert hat, aha, ja, ich glaube, ich weiß haargenau, was gemeint ist mit diesen Einladungen. Das ist immer dann, wenn jemand oder etwas aus dem Außen mir das Gefühl gibt, anerkannt zu sein für das, was ich eben in der Tiefe bin. Und wenn ja jemand oder etwas einem Projektor dieses Gefühl entgegenbringt, dann kann der ja auch aufblühen, weil dann fühlt er sich ja sicher, dann fühlt er sich ja auch eben gewertschätzt und anerkannt. Und deswegen ist eigentlich eines der größten Themen der Projektoren, dass sie gut auf ihren Selbstwert achten und in der Zeit, wo vielleicht mal auch keine Einladungen da sind, einfach immer wieder gut auf sich schauen, was brauche ich, was tut mir jetzt gerade gut, ja, wo stehe ich, was braucht mein Inneres, dass dieser Selbstwert, die Selbstliebe einfach immer gut genährt auch ist. Ja. Und dann gibt es wie bei jedem Typen, gibt es wie so zwei Wegweiser, die einem wie immer aufzeigen oder spiegeln, ob man denn jetzt gerade im Einklang mit seinem eigenen Design lebt oder ob man da vielleicht jetzt gerade sich wieder ein wenig von sich selber entfernt hat. Und den anderen imitiert, könnte ja auch sein, oder? Dass man denkt, ich muss so sein wie die anderen, Das oder? kann auf jeden Fall, ich glaube, das ist ja dann bei allen 5 Typen so der Fall, oder? Dass wir da gewisse Ideale gespiegelt bekommen vom Außen, sei das über News oder Social Media oder wie auch immer, und man dann manchmal auch das Gefühl hat, so sein zu müssen. Und gerade deswegen ist es ja auch so wichtig, wie sich selber eben gut zu kennen, dass man auch weiß, wenn man eben vielleicht bei gewissen Dingen auch einfach Nein sagen darf, weil man spürt, hey, auch wenn die ganze Welt glaubt, dass das jetzt wichtig ist, aber für mich ist das nichts, weil ich verbiege mich dafür etwas, wo ich niemals reinpassen werde, oder? Das zeigt eigentlich eben auch Human Design ist extrem schön auf, ja. So Und spannend, ja. diese Wegweiser, diese beiden beim Projektor, das ist einerseits das Gefühl von Erfolg. Also immer dann, wenn das Gefühl von Erfolg da ist, dann ist man auf dem richtigen Weg, dann lebt man gut im Einklang mit seinem eigenen Design. Und wenn das Gefühl von Bitterkeit oder Verbitterung oder nur schon so das Gefühl, das schmeckt mir irgendwie nicht, das hinterlässt in mir so einen bitteren Nachgeschmack, dann ist das ein ganz klares Zeichen, dass man innehalten darf als Projektor. Und einfach mal hinspüren darf, wo stehe ich denn jetzt gerade? Fühle ich jetzt vielleicht diese Bitterkeit, weil ich meine Pausen nicht ehre, weil ich mir zu viel abverlange, also mehr als mir an und für sich gut tut? Oder weil ich vielleicht pausenlos versuche, mit meiner Weisheit und meinem Bedürfnis Lücken schließen zu wollen, weil ich es ja auch sehe, dass ich die Menschen irgendwie versuche zu retten, die aber gar nicht gerettet werden möchten, oder? Weil das geht, das funktioniert. Ratschläge erteilen oder jemanden führen, das funktioniert ja nur mit Menschen, die auch Ratschläge erteilt bekommen wollen und geführt werden wollen. Und das ist gemeint mit diesen Einladungen, oder? Und ein Projektor, der gut in seinem eigenen Selbstwert steht, der darf da ganz im Vertrauen in sich ruhend eigentlich durch sein Leben gehen, gut auf sich achten, im Wissen, dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit an seine Türe klopfen werden und nach seinen Ratschlägen und seiner Weisheit fragen wollen, oder? Oh, wie befreiend das sein kann für Menschen, das zu erfahren und zu sehen. Ich muss gar nicht so viel tun und ich darf warten und es ist nichts Schlechtes. Ja.
Ich möchte aber an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass es nicht einfach heißt, ah, du bist jetzt Projektor, dein Sakralzentrum ist nicht definiert, du musst jetzt ganz gut schauen, weil du hast eigentlich nicht so viel Power, weil es gibt dann in der Tiefe gibt es da extreme Unterschiede, oder? Weil je nach Typ, Projektor, der du bist, also wenn man jetzt das Ganze, dein Chart in der Tiefe anschaut, dann hast du vielleicht andere Zentren definiert, die dir wiederum eben doch eine gewisse Power verleihen. Also da wird auch noch mal ganz groß dann differenziert. Ich habe einfach noch so zwei, drei wie so alltagstaugliche Beispiel mir aufgeschrieben, damit vielleicht jetzt, wenn du hier zuhörst als Projektor, dass du dir ein besseres Bild machen kannst. Oft kämpfen Projektoren damit, dass sie anerkannt werden. Oft fühlen sich Projektoren wie nicht so gesehen und gehört. Und wenn ihnen nie jemand gesagt hat, dass sie vielleicht warten dürfen auf die Einladungen und eben auch zur Einladung werden dürfen, indem sie eben sich viel mehr auf sich fokussieren als am Außen orientieren, dann kann es eben passieren, dass eine gewisse Verbitterung eben ins Spiel kommt. Also das fällt mir immer wieder auf, wenn ich Menschen in einem fortgeschrittenen Alter vielleicht sehe, die noch nie von dem gehört haben und immer wieder so angestrengt durchs Leben gehen und immer wieder das Gefühl haben, sie müssen so unglaublich viel tun und leisten, um gesehen und gehört zu werden, dann kann das wirklich zu einer Verbitterung führen. Oder es kann auch sein, dass sie wie in ein Burnout laufen, weil sie permanent mehr leisten, meinen zu müssen, um anerkannt zu werden und eben diese Power an und für sich gar nicht haben. Und vielmals sieht man auch bei den Projektoren so dieses People-Pleasing, dass man das Gefühl hat, ich mache alles, was die anderen wollen, nur damit ich meine Anerkennung bekomme, damit mäßig geht. Und das wäre dann auch eigentlich falsch, jede Einladung auch anzunehmen. Also ein Projektor, der so wirklich in seinem Selbstwert steht, der darf auch mal sagen, ja, und das möchte ich jetzt nicht. Nein, das stimmt für mich nicht. Weil das ist ein Unterschied, ob jemand dich anfragt, ah ja, du könntest du mir das kurz helfen, weil du bist doch so gut darin. Oder ob es ist so, hey, weißt du was, ich schätze dich so für das, was du hier immer leistest. Und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht ein Teil von unserem Team sein möchtest oder was auch immer. Das ist eine andere Wertschätzung in der Einladung, als einfach so, du bist doch so gut da, könntest du das mal eben machen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich könnte jetzt noch so lange weitererzählen, aber ich möchte jetzt auch zum nächsten Typ gehen, weil wenn dich das interessiert, dann vertief dich selber in der Materie, weil du findest auch so viele wundervolle Lektüren oder eben es gibt mittlerweile auch ganz viele tolle Menschen, die Human Design Readings auch anbieten, wo du ja maßgeschneidert das erfährst, was du auch wirklich wissen willst. Ja. Dann mache ich gleich weiter mit einem ganz, ganz seltenen Typ, also mit dem seltensten Typ im Human Design überhaupt. Und das ist der Typ Reflektor. Den gibt es gerade mal etwa 1% in der Bevölkerung. Und der hat eine extrem reflektierende Energie. Das heißt, dadurch, dass ein Reflektor, wenn wir jetzt auch noch mal kurz vielleicht auf den Bodygraphen dann schauen, auf der Abbildung, Soll ich den gleich einblenden oder wenn später? du magst, ja, gerne, und ich erzähle einfach schon mal, ein Reflektor, der hat kein Energiezentrum definiert. Das ist der Typ jetzt hier ganz rechts auf der Abbildung. Das sind alle Zentren, also sprich alle weißen Dreiecke oder Vierecke sind weiß. Und das heißt, er hat sehr viel Offenheit in seiner Energie. Er ist jemand, der von außen extrem viel aufnimmt, aber gleichzeitig eben auch reflektiert und spiegelt. Man sagt ganz liebevoll auch dem Reflektor, dass er der weiße Spiegel der Seele der Gemeinschaft ist, weil er extrem feinfühlig ist und extrem gut und sensitiv wahrnimmt, was denn andere Menschen um ihn herum auch vielleicht gerade durchmachen oder brauchen. Und
Man könnte jetzt vielleicht den Eindruck gewinnen, dass ein Reflektor dann auch zart besaitet ist oder schwach. Aber das ist eigentlich ein falscher Eindruck, weil oftmals ist die Energie eines Reflektors schon fast wie teflonartig. Also der nimmt zwar sehr viel auf vom Außen, aber er darf einfach auch lernen, dass es auch abperlen darf, weil es ist ja nicht seins. Er nimmt einfach wahr, weil er so ein sehr weiser Beobachter auch ist, der das Wahrgenommene verstärkt und eben anderen spiegelt. Aber es ist nicht zwingend seins. Und ich glaube, das ist auch gerade schon so wie die Hauptaufgabe von einem Reflektor, dass er wie lernen darf, zwar Screen zu sein, also wie Spiegel zu sein, aber nicht Schwamm zu sein. Das ist ein Unterschied, oder? Weil ein Schwamm saugt auf und nimmt auf und hält es fest. Und ein Spiegel, der sieht hin oder lässt hinsehen, spiegelt zurück und lässt es dann auch wieder los. Und natürlich, wenn man je mehr Offenheit ein Profil hat, also sprich, je mehr weiß ist, also je weniger Farbe in einem Profil ist, um das jetzt einfach mal ganz profan so auszudrücken, je weniger Zentren definiert sind, so mehr nimmt man natürlich von außen auf. Das heißt, für solche Menschen, gerade als Typ Reflektor, empfehle ich einfach auch ganz gut auf Rückzugszeit zu achten, Alleinzeit zu achten. Weil sonst droht man einfach Gefahr als Reflektor, dass man sich verliert in dem, was andere Menschen einem spiegeln von außen. Und da spielt natürlich dann auch die Umgebung oder die Menschen, die einem umgeben, wo man wohnt, eine enorme Rolle. Also es ist für keinen anderen Typen so wichtig, dass er dort, wo er lebt, dass es ihm dort gefällt, dass es ihm wohl ist. Sei das mit den Nachbarn oder auch mit dem Partner oder dass auch vielleicht das Land, also auch geografisch gesprochen, dass einem das fehlt, wenn man merkt, hey, ich bin ein absoluter Wintertyp und mir ist es zu warm im Sommer, dass man in die Berge gehen kann, als Beispiel. Oder wenn es umgekehrt ist, dass man ans Meer vielleicht auch zieht oder das halbe Jahr über am Meer lebt. Das ist extrem wichtig für einen Reflektor. Ja. Das kann auch sein, dass man einfach hier bleibt, aber dass man hier einfach seine Oase findet und auch schafft, wo man sich wirklich wohlfühlt, weil sonst wird das schwierig, weil wenn man so viel spürt vom Außen und so beeinflussbar auch ist vom Außen, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass das, was einem am meisten vom Außen auch umgibt, dass das einem gut tut. Sei das richtige Partnerin oder Partner. Oder halt eben auch richtiger Job, ein Job, der einem gefällt, etc. Ja. Was auch gut möglich ist, ist, dass beispielsweise jetzt für einen Reflektor kann es wichtig sein, dass er beispielsweise früher zu Bett geht, als er tatsächlich müde ist, um einfach all die Eindrücke vom Tag, die man so aufgeschnappt hat, auch in einer Zeit noch wie loslassen wieder kann, also wie runterfahren kann, dass man vielleicht schon mal zu Bett geht und vielleicht Tagebuch schreibt oder noch eine abschließende Meditation sich anhört oder wie auch immer. Aber es kann einfach sehr helfen. Es gibt sogar, ich kenne Reflektoren, die können ganz schlecht das Bett mit jemandem teilen. Aber das darf auch jeder selber herausfinden. Aber es kann manchmal sein, dass sich das nicht so gut ausgeht, wenn da jemand nebenan schon wieder liegt, weil da automatisch schon wieder aufgenommen wird. Ja. Es ist auch noch spannend beim Reflektor, wenn der aufrecht steht oder sitzt oder wie auch immer, dann kommt da mehr rein, als wenn man beispielsweise liegt. Also deswegen macht das wieder wie Sinn, dass man vielleicht früher sich hinlegt, als man auch tatsächlich müde ist, um da einfach so langsam, langsam seine Offenheit schließen zu können, um dann eben auch in eine erholsame Nacht gehen zu können. Ah, so schön, ja. Zu wissen auch, dass, ja, vielleicht was tut einem gut, weil man so gestrickt ist, genau. Ja, genau, ja. Für einen Reflektor ist der Mond unglaublich wichtig, weil wenn man jetzt nochmal die Abbildung von vorhin nimmt, wenn es so viel Offenheit auch ist,
Der Mond, der wandert ja während einem Monat um die Sonne herum. Und je nachdem, was die Sonne da auch dann gerade beleuchtet, sind beim Reflektor über einen Monat hinweg, wie auch gewisse Zentren oder auch Tore werden da wie beleuchtet. Und das heißt, er hat je nach Mondphase hat er andere Energien zur Verfügung. Für einen Reflektor ist es einfach sehr ratsam, sich auch mit dem Thema Mondphasen, Zyklen des Mondes auch auseinanderzusetzen, weil man da vielleicht auch einfach viel mehr Einklang dann mit sich selber findet, oder? Dass man merkt, ah, jetzt kommt vielleicht eher so eine Rückzugsphase, wo es besonders wichtig ist, dass ich ein wenig mehr Zeit für mich habe. Und wenn dann wieder Richtung Vollmond das Ganze geht, also dass man vielleicht da ein wenig mehr Power zur Verfügung hat, oder? Grundsätzlich ist ein Reflektor auch kein Energietyp und darf wirklich auch einfach gut auf seine Pausen achten und muss nicht mit dem ganzen Wahnsinn der Welt mithalten wollen, weil ein Reflektor ist nicht dafür designt, oder? Das ist nicht seine Aufgabe. Ja, spannend auch. Ja, dann die beiden Wegweiser noch. Also wenn das Gefühl von Enttäuschung da ist bei einem Reflektor, Enttäuschung ist immer ein Zeichen dafür, dass man irgendwo nicht im Einklang mit sich und seinem Design lebt. Wiederum ein Zeichen, dass man eben im Einklang mit sich und seinem Design lebt, ist, wenn man das Gefühl hat, überrascht worden zu sein. Wenn man vom Umfeld oder von Menschen, egal wer oder was einem umgibt, einfach so das Gefühl der Überraschung hat. Also dass eigentlich das immer wieder übertroffen wird oder auch, ja eben, einfach, dass man sich überrascht fühlt. Das ist wirklich so, ein besseres Wort gibt es dafür wirklich nicht. Und ich glaube, wenn du Reflektor bist, dann spürst du ganz genau, was ich damit meine. Weil du bist kein Reflektor, liebe Monika, das weiß ich, ich bin auch keiner. Aber ich habe die Erfahrung einfach auch gemacht, wenn ich mit dem entsprechenden Typen in einem Human Design Reading spreche, dann verstehen die haargenau, was gemeint ist damit. Ja. Dann eben praktische Beispiele. Braucht viel Alleinzeit, um sich und seine Bedürfnisse wirklich gut spüren zu können. Was ich sehr empfehlen kann, auch für Reflektoren, ist eine gewisse Regelmäßigkeit in Alltag auch reinzubringen, dass man sich selber eine Struktur schafft, die einem gut tut und da eben nicht wie ein Fähnchen im Wind vielleicht auch durch diese viele Offenheit vom Außen gesteuert wird, oder? Und wenn du dich als Reflektor schon mal oder immer öfter oder immer wieder ein wenig wie ein Alien fühlst manchmal auf dieser Welt, dann hat das schon auch seine Berechtigung, weil du vielleicht wirklich einfach auch anders wahrnimmst und anders tickst und dass du dich einfach auch mal feierst dafür. Das ist so wichtig, weil die Welt braucht dich und eben deine Weisheit als Beobachter und als Spiegel ganz besonders. Ja. Auch so spannend, gell? Und ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, mit Human Design, also einfach so im Hobbymodus. Und ich finde es auch so spannend und so schön für Menschen, mehr Klarheit zu haben. Ja. Ja, dann mache ich doch weiter mit dem nächsten Energietyp. Das ist der Typ Manifestor. Gerade mal 8% der Bevölkerung haben diesen Energietypen. Ein Manifestor hat eher eine geschlossene, schon fast zurückweisende Aura oder Energie, sage ich jetzt mal. Genau, dann soll ich gleich hier nochmals den Chart einblenden. Sehr gerne, wenn du magst, ja, ist noch so gerne. Ein Manifestor ist ebenfalls kein Energietyp. Das ist die Abbildung, die zweite von rechts. Hat ebenfalls kein definiertes Sakralzentrum, also dieses in der Mitte, das zweitunterste, das ebenfalls hier weiß ist. Hat aber immer ein definiertes Halszentrum. Also hier, was jetzt auf dieser Abbildung in Bordeaux, gezeigt wird. Das Halszentrum ist immer definiert und das heißt, ein Manifestor hat eben sehr viel initiierende Energie. Es ist der einzige Energietyp, der sofort, wenn er eine Idee hat, einen Einfall hat, loslegen kann,
weil er eigentlich auf nichts warten muss. Also ein Manifestor ist der geborene Initiator, sei das für sich selber oder auch für andere Menschen. Also ein Manifestor hilft auch andere Menschen zu initiieren, indem er einfach drauf losgeht. Und ja, wenn es einen Tipp für den Manifestor gäbe, dann wäre das wie so, hey, hör auf, anderen gefallen zu wollen, weil du bist ein Typ, der unter Umständen polarisiert. Die Menschen lieben dich oder die Menschen mögen dich nicht unbedingt. Und es ist okay, weil es ist so wichtig, dass du deine Einzigartigkeit eben lebst und vor allen Dingen deinen Weg gehst und deine bahnbrechenden Ideen eben auch in die Welt bringst und sie teilst. Manifestoren sind oftmals Leader-Typen oder auch Typen mit Visionärsenergie. Wie es so ist mit uns Menschen, wenn da jemand kommt, der eine riesengroße Vision hat, dann schreckt ja das manchmal dann auch Menschen ein wenig ab oder zurück, dass man dann so denkt, ja, aber wie soll das Ganze gehen? Das kann man ja gar nicht umsetzen. Und das ist auch etwas, das der Manifestor wie für sich auch wissen darf oder auch lernen darf. Er ist ein Typ, der unglaublich gute Ideen hat, manchmal Ideen, die außerhalb, aus der Box herkommen, ist aber nicht zwingend dafür zuständig, all diese großen Ideen eben auch selber umzusetzen, sondern manchmal dient er eben auch dazu, große Ideen in die Welt zu gebären, die dann andere eben in die Umsetzung bringen. Es ist also nicht, ein Manifestor darf lernen, dass er nicht zwingend alles alleine umsetzen muss, obwohl er manchmal auch das Gefühl hat, alles alleine machen zu müssen, weil er eben einerseits sehr schnell ist. Also die anderen Menschen sind einem Manifestor oft manchmal ein wenig zu langsam, weil er hat da manchmal Gedankengänge, wo andere wie gar nicht folgen können. Aber darf eben lernen zu delegieren und auch abzugeben, weil er eben kein Energietyp ist. Nicht, dass er sich da auch auslaugt, weil ein Manifestor, seine Energie, die funktioniert wie in Schüben. Da kann sein, dass eine Idee reinkommt, er fühlt sich extrem inspiriert, beginnt gleich in die Umsetzung zu gehen, schubt da mal 8, 9 Stunden etwas voran und durch und ist danach ausgelaugt und braucht dann wieder Rückzug und Pause, damit er wieder regenerieren kann oder braucht dann wieder diese Regenerationszeit. Also das ist auch kein 7x24-Stunden-Typ, der Manifestor. Gerade dadurch, dass das Sakralzentrum nicht definiert ist, kann es manchmal auch sein, dass er nicht so spürt, wann es genug ist. Das ist natürlich auch etwas, das sich auch beißen kann, oder? Wenn man einerseits so das Gefühl hat, immer schnell vorwärts gehen zu wollen, aber eben nicht so spürt, wann es genug ist und gleichzeitig kein Energietyp ist, dann kann es auch vorkommen, dass man in einen Burnout rutscht oder eben auch erschöpft sich einfach fühlt. Also das sind viele Symptome, die bei Manifestoren auch häufig zu finden sind, Erschöpfung und auch Burnout. Genau. Hier noch die beiden Wegweiser. Weil was ganz spannend ist beim Manifestor ist, dass es ihm oft sehr schwer fällt, zu informieren. Sei das, was in ihm vorgeht, was er denkt, was er fühlt, etc. etc. Und es ist eine seiner größten Aufgaben im Leben und gleichzeitig eben auch seine Strategie, die ihm hilft, sein Leben zu erleichtern, dass er lernt zu informieren. Und es gibt einen Riesenunterschied, wenn du jetzt hier zuhörst und du bist Manifestor, dann kann sich das für dich ein wenig einengend anhören, wenn du dir vorstellst, dass du da jetzt andere informieren musst. Oder gar um Erlaubnis fragen. Und das ist ein Riesenunterschied. Informieren hat nichts damit zu tun, um Erlaubnis fragen zu müssen. Du lässt andere lediglich wissen, was du machst, dass du es machst und wie du es machst. Weil auf diese Weise können sie mithalten mit dir und dir überhaupt folgen. Weil sonst sind manchmal deine Ideen so schnell und so groß,
dass du deine Mitmenschen auf deinem Weg einfach verlierst, weil sie sehen dann irgendwie nur noch die Staubwolke und du bist weg und sie wissen gar nicht, ey, was hat er jetzt schon wieder? Und das führt uns jetzt auch zu den beiden Wegweisern, die dir dann eben aufzeigen als Manifestor, wo du im Einklang mit deinem Design lebst und wo eben nicht. Also sobald dir das Thema Ärger aufkommt, also dass du es entweder selber in dir spürst, das kann sein, weil du vielleicht deine Grenzen wieder mal nicht wahrst oder deine Rückzugs-Ruhepausenphasen nicht erst, indem du dir mehr abverlangst, als dir gut tut, das kann dich ärgern. Es kann aber auch sein, dass dir deine Mitmenschen Ärger spiegeln, weil du sie vielleicht eben durch einen Mangel an Information auf dem Weg einfach verloren hast und diese Menschen sich ja dann auch irgendwo nicht gut fühlen, wenn sie nicht wissen, was sie jetzt müssen. Gerade wenn du vielleicht Vorgesetzter bist oder halt in einem Team ein Partner, oder? Dann kann das schon schwierig sein, wenn du schon 10 Kilometer weiter vorne bist und die hinten wissen nicht mal, wo du hin willst, oder? Ja. Ja, das kann schwierig sein. Und dass der andere Wegweiser, dass du eben im Einklang mit dir und deinem Bedürfnis oder mit deinem Design lebst, ist, wenn du das Gefühl in dir von Frieden spürst. Ja. Dann weißt du, ah, okay, ich bin eigentlich, ich lebe so, wie es sich für mich richtig anfühlt. Ja. Und eben einfach so ganz praktisch bezogen ist es für den Manifesto extrem wichtig, einfach lernen zu dürfen, dass er nicht alles alleine machen muss, dass er oftmals vielleicht der Initiant oder der Visionär ist, aber ihm dann eben auch andere Menschen gerne helfen, Ideen eben auch umzusetzen, dass er auch lernen darf, eben andere mit ins Boot zu holen. Ja, genau, das ist so das. Auch wenn die anderen Menschen in seinen Augen manchmal viel zu langsam sind und das ja viel, viel, viel zu viel Zeit kostet, da jetzt noch zu informieren und instruieren. Aber es ist so, so wichtig, damit du nicht dich einfach auslaugst und in diese Erschöpfung auch fällst, oder? Ja. Ja. Und ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber ich gehe jetzt weiter zum nächsten Energietyp, dass wir hier nicht den Rahmen auch sprengen, gell? Ja. Da mache ich weiter mit der Generatorenfamilie. Das sind jetzt die letzten beiden Typen. Da gibt es einmal den Generator und es gibt den manifestierenden Generator. Und weil der manifestierende Generator ein Hybrid zwischen Manifestor und Generator ist, ziehe ich jetzt zuerst noch den Generator vor, weil dann hast du schon mal Manifestor gehört, du hast Generator gehört und kannst dir dann eher für den MG, wie man auch sagt, abgekürzt, ein besseres Bild machen. Generatorenfamilie, das sind die größten, also beide gibt es etwa zu 35% in der Bevölkerung. Sie haben eine sehr offene, eine umarmende Energie. Sie ziehen Möglichkeiten magisch in ihr Leben, je mehr sie in ihrer Freude verankert sind oder auch lernen, ihrer Begeisterung und Freude eben zu folgen. Sie sind definitiv dazu da, in ihrem Leben ihrer Freude zu folgen. Das ist wirklich eines der obersten Gebote und das ist auch oftmals was wir Menschen so gar nicht lernen in unserem Leben, oder? Weder in der Schule noch sonst irgendwo. Und die Hauptaufgabe eines Generators ist tatsächlich, das, was er oder sie tut, mit Freude und Hingabe auszudrücken. Und dabei spielt es gar keine Rolle, ob der jetzt seinen Lebensunterhalt mit einem Brotjob verdient, der ihm ein Einkommen beschert, ihn nicht sonderlich erfüllt, aber auch nicht sonderlich stört, damit er in seiner Freizeit seinem Hobby oder seiner Leidenschaft, seiner Passion eben nachgehen kann. Weil die Freude ist wie das Holz für das Feuer, für das innere Feuer der Begeisterung von einem Generator. Und es spielt wie keine Rolle, was er macht. Es kann auch sein, dass er einer der Menschen ist, wie vielleicht du jetzt, liebe Monika, oder auch ich, die begonnen haben, ihre Passion, ihre Hingabe
auch zum Beruf zu machen. Und dass beide Wege sind absolut okay. Wichtig ist einfach, dass du genügend Zeit findest, dem nachzugehen, zu frönen, was eben dir wirklich Freude bringt. Genau. Du bist ein absoluter ein Powerpaket als Generator, weil wenn du noch einmal die Abbildung einblenden magst, das sind eben die beiden Typen, die auch das Sakralzentrum wirklich definiert haben. Das sind jetzt die linken beiden Typen und wohlverstanden, diese Abbildung, das sind nur einfach Beispiele, wie so ein Generator-Bodygraph oder ein Reflektor-Bodygraph ausschauen kann. Und das Sakralzentrum, das ist eben dieses hellerrote in der Mitte, das zweitunterste, das steht für Lebensfreude, für Lebenskraft. Das ist ein Lebenskraftmotor. Und ebenso kann man als Generator oder auch als manifestierenden Generator in ein Burnout rutschen. Aber nicht etwa, weil man zu wenig Energie hat, sondern weil man zu viel Energie in etwas investiert, das einem überhaupt keine Freude hat, bereitet. Und das ist wirklich so, so wichtig auch, dass man da einfach wirklich immer wieder lernt, sich zu fragen, und was ist mir wichtig und was bringt meine Augen zum Leuchten und mein Herz zum Klopfen und zu versuchen, möglichst viel davon in den Alltag einzubauen. Genau. Dann die Strategie eines Generators. Der Generator ist ja eben dadurch, dass er Power hat, Energie hat, ist er oftmals auch der Typ, der einfach die Ärmel nach hinten krempelt und einfach beginnt und anpackt, wirklich physisch mit seiner Power. Und wenn man nicht aufpasst als Generator, dann ist man so ein wenig der Gefahr ausgesetzt, dass man einfach dauerhaft irgendwo beschäftigt sich hält, weil es einem ja auch ein gutes Gefühl gibt. Das sind oftmals solche Macher, die einfach es auch lieben, etwas umzusetzen und in die Welt zu bringen. Es aber eben wichtig ist, dass man seinen eigenen Weg findet, wenn man ein wenig Ruhe und Rückzug auch hat. Und deswegen lautet die Strategie von einem Generator, abzuwarten und auf das Leben zu reagieren. Was meine ich konkret damit? Wenn du eine Idee hast, als Generator hast du keine initiierende Energie, auch du hast das Halszentrum nicht definiert, das ist wirklich dem Manifestor vorbehalten. Das heißt, du brauchst Zeichen oder Menschen oder Situationen aus dem Außen, die dir wie spiegeln oder grünes Licht geben, dass es jetzt Zeit ist, eine Idee in die Umsetzung zu bringen. Das kann sein, dass du möchtest Urlaub buchen. Ich mache jetzt ein ganz alltagstaugliches Beispiel. Und jetzt planst du dir das einfach so, ich möchte in den nächsten Tagen, Wochen möchte ich Urlaub buchen. Du holst es so ein wenig in deine Welt. Jetzt ist es aber nicht ratsam, dass du da einfach dann irgendwie mal hingehst und das irgendwie krampfhaft versuchst zu buchen, sondern du darfst jetzt einfach mal deine Ohren und deine Augen aufsperren und abwarten, bis vielleicht irgendwo aus dem Außen ein Impuls kommt zum Thema Urlaub, was dich dann eben initiiert, jetzt dass es jetzt Zeit ist, deinen Urlaub zu buchen. Und das kann sein, dass du dann zur Arbeit fährst und du siehst dann irgendwie eine große Tafel von TUI, die irgendwie so den Slogan hat, buche jetzt deinen Sommerurlaub. Dann könnte das dein Zeichen sein, dass sich eben reagieren lässt auf einen solchen Impuls. Oder deine Arbeitskollegin erzählt dir, du, gestern haben wir endlich unsere Reise gebucht und dann merkst du so, ah, glaube jetzt ist es Zeit für mich, Urlaub zu buchen. Und so dieses Abwarten verschafft eben einem Generator einfach genügend Zeit oder Abstand, um eben auch diese Zeichen, diese Impulse, die da eben vom Leben kommen werden, auch überhaupt wahrzunehmen. Weil je mehr ein Generator lernt, eben seinen Zeichen, seinen Impulsen zu folgen, desto mehr wird er eben im Einklang mit sich und seinem Leben leben. Wie ich am Anfang gesagt habe, oder er zieht Möglichkeiten magisch an, wenn er seiner Freude folgt und dann kommen eben auch die richtigen Zeichen zurückgespiegelt. Ja. Wenn er das nicht tut, dann ist häufig Frust der Wegweiser, der ihm aufzeigt, nicht im Einklang mit sich selbst zu sein oder mit seinem Design.
Der Frust kann auch von anderen Menschen gespiegelt werden. Es kann Frust sein, wenn man sehr viel Zeit und Energie in etwas investiert und dann wie irgendwann so merkt, ich komme da nicht vorwärts. Ich glaube, Generatoren kennen das ganz gut. Man macht etwas, man will etwas unbedingt und man stürzt sich kopfüber rein. Eben, man hat nicht abgewartet, man hat nicht den Impuls bekommen, loszulegen. Und irgendwann wird es so zäh und es fließt nicht mehr und es geht nicht vorwärts und dann entsteht Frust. Und dann kann das ganz anstrengend werden und kann uns ganz viel Energie kosten, als wenn wir einfach lernen, Ideen zuerst mal zu sammeln und dann uns öffnen für die Impulse, die uns eben dann initiieren, für welche Idee es jetzt Zeit ist, in die Umsetzung zu gehen, oder? Und dann machen wir uns damit einfach das Leben enorm viel leichter. Genau. So schön, ja, oder spannend wiederum, ja. Und das löst dann auch der Wegweiser aus, Befriedigung, oder? Das ist so der Wegweiser für den Generatortyp, um zu spüren, hey, jetzt bist du aber wirklich im Einklang mit dir. Also an jedem Abend, wo so dieses Gefühl von Befriedigung da ist, ist einfach, ist super. Ja. Was noch ganz wichtig ist bei beiden Typen, also ob jetzt Generator oder auch manifestierender Generator, körperliche Bewegung. Weil das sind wirklich Energietypen. Und wenn man ja jetzt mal bedenkt, 35% aller Menschen sind Generatoren, 35% aller Menschen sind manifestierende Generatoren, dann haben wir 70% aller Menschen auf der Welt, für die an und für sich körperliche Bewegung extrem wichtig ist, weil sie eben Energietypen sind. Und wenn sie eben diese Energie nicht physisch auch verbrauchen, dann hält sie das nachts beispielsweise wach, weil sie einfach zu viel Energie haben und es da oben dann rund läuft, wo eigentlich Erholung angesagt sein müsste. Und deswegen kann ich jedem Generator und manifestierenden Generator nur empfehlen, einfach gut darauf zu achten, genügend Bewegungseinheiten auch in den Alltag einzubauen. Und das kann manchmal auch bedeuten, dass man mit dem Rad zur Arbeit fährt, zum Beispiel, wenn, dass man es irgendwie kombinieren kann. Aber das kann extrem viel mehr Gutes in dein Leben bringen, wenn du abends wirklich auch körperlich ausgepowert ins Bett fällst und dann schläfst wie ein Engel und ja, du dich so auch sehr schnell wieder regenerierst, oder? Aha. Und Gut. ja, liebe Monika, du bist ein MG. Nein, ich bin Generatorin auch. Generatorin, dann sind wir beide, haben wir denselben Energietyp. Dann hast du jetzt wahrscheinlich ziemlich viel schon von dir gehört. Dann komme ich jetzt gleich noch zum manifestierenden Generator. Der hat ebenfalls eine offene, sehr umarmende Energie. Also da sind sie sehr ähnlich. Was den manifestierenden Generator vom Generator unterscheidet, ist seine Geschwindigkeit. Weil, wie ich es ja schon erwähnt habe, das ist ja so der Hybrid zwischen Manifestor und Generator. Das heißt, er hat ein wenig initiierende Energie, hat er eben, der manifestierende Generator. Und das lässt ihn eben einfach auch viel schneller sein als andere Typen. Man sagt auch gerne einem manifestierenden Generator nach, dass er wie ein Zeitspringer ist. Also bei ihm muss nicht unbedingt alles immer linear ablaufen. Das heißt, er kann bei A beginnen und kann dann zu C hüpfen und dann nach F und dann irgendwann merken, ich muss jetzt doch noch B machen, damit ich dann weitermachen kann. Aber es ist für ihn wichtig, dass er sich diese Freiheit eben auch rausnimmt, nicht unbedingt alles der Reihe nach zu machen, weil ein manifestierender Generator, der ist sehr multipassionell. Der hat viele Dinge, die ihn interessieren. Und der darf sich unbedingt auch erlauben, fünf Bälle miteinander in der Luft zu jonglieren, weil das motiviert ihn, auf Hochtouren aufzulaufen. Also wenn ein manifestierender Generator ein Buch schreiben oder auch lesen will, dann kann es gut sein, dass er drei oder vier Bücher gleichzeitig beginnt zu lesen, um eines überhaupt fertig zu kriegen.
Das stimuliert ihn, das gibt ihm mehr Power. Vieles sonst ist ähnlich wie beim Generator. Also auch er ist absolut designed, um seiner Freude zu folgen. Es ist so, dass er oftmals Abkürzungen dann findet, also dass er in Prozessen so diese Geschwindigkeit auch ihn dazu bewegt, dass er immer wieder Abkürzungen findet oder so Verschnellerungen in Prozessen. Also das sind manchmal auch Menschen, die extrem gut in Betrieben Dinge hinterfragen können, die man jetzt schon immer so gemacht hat, weil sie einfach noch eine bessere Version finden. Also, weil das ist ja dann ein wenig drückt dann da der Manifestor durch, der wieder so Visionsenergie hat, oder? Das ist ganz, ganz spannend. Und was wirklich einfach wichtig ist für einen manifestierenden Generator, ist, dass er lernt, auch Dinge tatsächlich fertig zu machen. Weil diese Multipassionalität kann manchmal ein wenig auch dazu führen, dass man dann im Chaos versinkt oder dass man wohl überall begonnen hat und das einem ja auch immer wieder Excitement bringt, also Erfüllung irgendwo durch, wenn man verschiedene Dinge auch ausprobiert und macht. Aber man darf schon auch schauen als manifestierenden Generator, dass man Dinge auch wirklich in die Vollendung bringt. Vor allen Dingen die Dinge, die einem wirklich eben am Herzen liegen und wichtig sind. Weil sonst ist es dann eine Flucht an und für sich auch, wenn man einfach immer wieder was Neues beginnt und das also nie was abschließt, nie was fertig macht. Seine Strategie, das ist auch ganz spannend. Also oftmals manifestierende Generatoren tun sich auch ein wenig schwer mit informieren. Und da ist auch jetzt aus beiden Typen ist die Strategie wie fusioniert. Also es ist einerseits ist es das Abwarten und Reagieren, was der Generator auch hat. Also auch er ist dazu designed, abzuwarten, nicht sich kopfüber in neue Dinge zu stürzen, sondern erst dann, wenn ein Zeichen, ein Impuls aus dem Außen kommt, dann zu beginnen mit der Umsetzung. Und gleichzeitig darf er lernen, sein Umfeld, seine Mitmenschen einfach auch zu informieren, weil auch er ebenso mit seiner Geschwindigkeit die Tendenz hat, Menschen abzuhängen, wenn er es eben nicht tut. Und das kann dann eben wieder zu Frust und Ärger führen. Das ist so der Wegweiser für den manifestierenden Generator, dass er sich ein wenig entfernt von seinem Design. Und Befriedigung und Frieden ist das ganz eindeutige Zeichen, dass er absolut im Einklang mit sich und mit seiner Energie auch wirklich lebt und interagiert. Genau. Ja, das war jetzt wirklich so das kurze, knackigste in Kürze für die einzelnen Typen und eben wohlverstanden, das ist nur die Spitze des Eisberges, weil jetzt haben wir nicht über Autorität gesprochen, wir haben nicht über die Profillinien gesprochen und wir haben schon gar nicht über die Zentren im Detail oder auch dann die Tore gesprochen, die eben dann einem Menschen als Individuum, wie du das am Anfang schon gesagt hast, es gibt ja kein zweiter Mensch, der so ist wie du, wie ich, Ja. wo es dann eben wirklich in die Tiefe geht, im Human Design. Aber auch spannend, wenn man seine Strategie eben nicht kennt oder nicht beginnt zu leben, dann nützt einem auch dann die weitere Tiefe nichts, oder? Ja, genau. Und was mir noch so in den Sinn gekommen ist, es könnte ja jetzt sein, dass ein Zuschauerin oder Zuschauer das Gefühl hat, oh, ich finde mich in all diesen fünf Typen irgendwie wieder, was bin ich denn nun? Und das kann sehr wohl so sein, aber es hilft ja dann, wenn man ein persönliches Coaching zum Beispiel erhält, wo man dann wirklich in die Tiefe geht und sagt, hey, du bist so gestrickt und natürlich in einer gewissen Situation könntest du dich so verhalten oder dich so fühlen wie jeder der vier anderen Typen. Also es geht ja nicht darum, dass man nur so ist, aber einfach besser versteht, dass andere grundsätzlich eher so sind und man selber eher so, aber dass man jetzt nicht das Gefühl hat, ja, da geht das jetzt überhaupt, weil ich habe das Gefühl, da kann ich was rausnehmen, da. Also deshalb ist es gut, wenn man in die Tiefe geht, genau. Definitiv. Und es ist, also ich meine, ich finde auch beim Reflektor-Design
Dinge, die ich auch für mich mitnehmen kann, wie beispielsweise, ich glaube, es sollte ja für jeden Menschen wichtig sein, dass man dort, wo man lebt, mit den Menschen, denen man viel Zeit verbringt, sich auch mega wohl fühlt. Aber es ist halt schon dann, wenn es hart auf hart kommt, und ich glaube, das ist so die Unterscheidung dieser fünf Typen, dann reagiert halt der Typ so und der so. Also so, das ist so das Instinktive dann, oder? Weil das wie seine DNA auch ist. Und wenn man halt das weiß, dann glaube ich, kann man sich da einfach auch von ganz vielen Dingen lösen, die halt so durch die Gesellschaft manchmal einem auch wie auferlegt werden oder wir selber einfach das Gefühl haben, ja, das muss halt so sein, ich muss das halt, ich muss da irgendwie mithalten können. Und dann eben wirklich zu wissen, wie man wirklich tickt, das kann einem ganz viel Entspannung einfach auch ins Leben bringen, weil man dann vielleicht auch weiß, wo, dass man einfach auch mit einem hübschen Lächeln antworten darf, so, schön, für mich ist das nichts. Ja, genau. So spannend, und ich bin sicher, da konnten die Menschen etwas rausnehmen oder auch neugierig werden. Und schön, Franziska, hast du nochmals all diese Energietypen aufgezeigt und wirklich auch gesagt, was ist dann diese, wie hast du das genannt, Strategie. entweder was fühlt man, wenn man nicht seiner Strategie folgt, oder was fühlt man, wenn es dann eben richtig ist? Und ich finde, wirklich nicht Angst zu haben, zum Beispiel als Generator oder als Generatorin, weil ich ja das selbst verkörpere, ist mir das am nächsten, aber zu wissen, doch, ich darf mir erlauben, meiner Freude zu folgen. Es ist nicht falsch. Ich darf weitergehen, und es ist nicht übertrieben, wenn ich an mir selber arbeite und mein Potenzial entfalte. Ich bin dafür gemacht, das zu tun. Also jeder andere darf auch seiner Freude folgen, aber das ist mein Antrieb und das ist so wichtig für mich. Und ja, auch zu verstehen, dass man das auch darf. Ja, das ist wirklich so. Und das ist auch für mich immer wieder so berührend, nach einer Human Design Begleitung einfach auch zurückgemeldet be zu bekommen, wie viel es tatsächlich im physischen Leben auch verändert hat, all diese Dinge zu wissen. Ich mache das ja auch so, dass man am Anfang wie sich einen Fragekatalog beantwortet, mir dann zuschickt, damit ich eben zugeschnitten auf das Bedürfnis eines Menschen eben das Human Design Reading auch machen kann. Also, weil man könnte sich da ja in jenen Themen verlieren, aber wenn jetzt beispielsweise bei jemandem das Thema Beziehung extrem wichtig ist, dann kann man dort detektiver schauen. Wenn es aber eher darum geht, hey, ich möchte wissen, wozu bin ich denn eigentlich da? Was ist so die Aufgabe hier in meinem Leben? Weil da findet man auch ganz viele Anhaltspunkte im Inkarnationskreuz darüber. Das sind so vier Tore eines jeden Profils, wo man ablesen kann, so in welche Richtung das geht. Und somit kann man sich auch wirklich ganz spezifisch dann eben Dinge in sein Leben holen, wo man jetzt vielleicht gerade Fragen hat, aber wie die Antworten noch nicht gefunden hat. Das ist wirklich sehr, es ist sehr bereichernd, diese Arbeit, ja. Wow, sehr schön. Ja, also würde ich selber nicht schon ein bisschen wissen, ich würde selber da reintauchen, und ich würde so gerne, oder ich rege die anderen Menschen an, bei dir auch etwas zu buchen, genau, oder bei jemandem, wo es einem hinzieht. Also wenn natürlich andere Möglichkeiten, aber es ist doch so schön zu wissen, wie man tickt und wofür man hier ist. Definitiv. Also, ja, und es kann einem wirklich die Augen öffnen, genau. Ja. Ah. Ja, ich spüre das sofort, ob man sich jetzt zu etwas hingezogen fühlt oder nicht. Also das, ja. Das Ja, ist. und Franziska, danke dir. Du hast es so schön auch zusammengefasst und für mich jetzt sehr verständlich. Und auch, ich denke, für die anderen Menschen verständlich. Und natürlich können da ein paar Fragezeichen auftauchen, aber dann dürft ihr gerne unten im Video Fragen stellen oder der Franziska natürlich ein Mail schreiben oder sie direkt kontaktieren. Vielleicht auch, wenn du nicht sicher bist, ob das was für dich ist, oder ja, da freut sich Franziska sicher auf deine Kontaktanfrage, oder auch, wenn sie dich dann begleiten darf, ganz, ganz persönlich auf diese Reise.
Ja, liebe Monika, ich danke dir wirklich von Herzen auch, dass du mich angefragt hast, dass ich hier erzählen durfte. Für mich ist das nichts lieber als das. Also ich könnte da drin verlieren, hat man vielleicht auch gemerkt. Ich glaube, wir sind schon ein wenig über der Zeit, gell? Aber es war wunderschön und vielen, vielen Dank einfach. Und ja, wenn du bis hierhin zugehört hast, dann ganz viel Freude beim Entdecken von deinem eigenen Human Design. Und wenn du nicht weiterkommst, dann melde dich noch so gerne. So schön. Ich danke auch dir nochmals ganz herzlich, liebe Franziska, für deinen Beitrag. Und ich bin schon sehr gespannt, wo es hinführt und was das alles für Spuren hinterlassen wird. Also, danke euch allen auch von meiner Seite her und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und bis bald vielleicht wieder. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.